Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zum Bausimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind nach wie vor unterwegs beim Hotelbau hier in unserer schönen Kampagne. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Wir sind im Bauabschnitt, hier, Erdgeschoss, ne? Hier müssen wir noch die Ortbetonsäulen gießen, das machen wir heute. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Das heißt, wir brauchen mal wieder hier unsere schöne Betonpumpe, ne? So, sehr schön. Tipptopp, wir machen mal ein bisschen Licht an. Ich mache schon mal hinten den Deckel auf. Und dann geht es auch schon wieder los. Mit ein bisschen Beton gießen, ne? Sehr schön, sehr schön. So, wir fahren das einmal aus hier. Zack. Und dann kann es dann auch weitergehen. Mit dem Bau des Hotels. Das wird natürlich noch einiges an Zeit benötigen. Wir werden das auch in einigen Folgen machen. Und am heutigen Abend werde ich mit dem Randy auch wieder ein paar Folgen aufnehmen. Das heißt, wir werden wieder Multiplayer-Action haben, die immer sehr lustig ist mit dem Randy. Und da gibt es immer jede Menge zu lachen, ne? Das ist eigentlich immer sehr, sehr witzig und sehr amüsant. Und ich denke, das macht den Kram doch aus. So, zack, wir steigen mal hier aus. Holen mal kurz unseren Betonmischer hier. Mit dem werden wir dann natürlich auch rückwärts ranfahren. 3.05 Uhr mitten in der Nacht. Erstmal Beton gießen. Die Säulen. Ist immer recht lustig, ne? So. Fupp, da sind wir schon. Dann lernen wir das einmal. Ich mach's nochmal voll. Und Beton müsst ihr halt richtig viel verwenden. Das habt ihr auch geschrieben, gerade bei gewissen Aufträgen. Aber wenn ihr die natürlich auf hoch macht, so wie ich, habt ihr natürlich auch dann einen riesen Ertrag, ne? Also der Ertrag von den Aufträgen ist dann auch sehr, sehr hoch. Und da bleibt auf jeden Fall genug übrig, um quasi euch neue Geräte zu holen, um dementsprechend dann auch, warte mal, ach nee, es ist gar keine Säule, und dann natürlich auch die jeweiligen Sachen dann auch, ja, dass sie sich rentieren, ne? Das wollte ich sagen, so. So, hier müssen wir ein Stück zurück, damit er die Säule auch füllt. Das macht er jetzt. Sehr schön. Und mal gucken, da werden wir wahrscheinlich wieder gleich Deckenelemente platzieren müssen. Dies, das. Also viele Sachen, die sich natürlich wieder ähneln in den Aufgaben. Aber nichtsdestotrotz sind die Bauprojekte immer sehr interessant. Und mich freut es, dass es euch freut, dass es euch so viel Spaß bereitet, hier die Folgen auch zu schauen. Und dann starten wir direkt in die neue Woche wieder mit einer neuen Folge. So, wir machen mal hier nochmal ein bisschen kürzer. So. Na komm. Tipptopp. Sehr schön, sehr schön. Das kann ich hier auch voll. 32%. Das sind also 10-11% pro Säule, die wir haben. Und die Betonpumpe ist mittlerweile, ja, komme ich ganz gut damit klar. Am Anfang habe ich mich sehr schwer getan. Hat auch der ein oder andere in den Kommentaren geschrieben. Man ist manchmal so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit dem einen oder anderen Gerät. Gerade mit dem Drehbohrer, der braucht noch ein Patch. Auf den Konsolen muss, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was gepatcht werden, wie ich das gehört habe aus den Kommentaren. Wird natürlich alles nach und nach gemacht. Gut Ding braucht Weile. Und dafür, dass das Spiel jetzt, glaube ich, in der dritten Woche nach Release ist, ich glaube, dritte Woche, vierte Woche, ich weiß gar nicht, so 100%, läuft es schon recht gut, ne? Würde ich jetzt sagen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Spiel. Es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und sorgt auch im Multiplayer für jede Menge Spaß. Der eine oder andere hat auch gefragt, was mit den Multiplayer-Folgen von Herr Auf Bergmann ist. Mit dem Randy. Die haben wir erst mal pausiert, weil wir halt den Bausi zusammen aufnehmen. Kommt bestimmt irgendwann mal wieder. Schauen wir mal, ne? So. Denn der Bausi macht schon richtig viel Spaß. Also es ist echt wirklich ein geiles Game. Man macht hier auch sehr viele verschiedene Dinge. Und hat die dann auch natürlich gerade im Multiplayer, ne, kann man sich die Aufgaben da richtig schön einteilen. Das macht richtig viel Spaß. So. Und es ist natürlich auch lustiger im Multiplayer. Ne, gerade wenn man mit Randy, ich habe ja auch schon mit Falco und Mario gespielt, das war natürlich auch sehr, sehr lustig. Da kommen dann schon manchmal ganz lustige Sachen zustande. Mal gewollt, manchmal ungewollt. Das liegt auch manchmal an den Mitspieler jeweils, ne? So, wir sind jetzt hier fertig.
Das heißt, wir müssen Holzbalken und Deckenelemente liefern. Bedeutet, wir setzen das Gerät einmal zurück. Fahren das einmal wieder aus. Machen Licht aus. Und machen wir ein bisschen Platz. Guck mal, die Sonne geht auch auf. Ist natürlich auch sehr schön. Das heißt, wir können den hier erstmal wieder beiseite stellen. Wir werden noch einige Betondecken gießen müssen. Ich denke auch hier nach dieser Aufgabe. Aber jetzt werden wir erstmal das Erdgeschoss abschließen und werden dann in die nächste Phase dann auch einsteigen. Das heißt, das Obergeschoss bauen das erste. Ne? So, mit denen fahren wir auch mal weg hier. Und ihr seht schon, ne, wir haben echt so viele Fahrzeuge mittlerweile. Die brauchen Platz. Die können wir auch ohne weiteres stehen lassen. Mieten brauchen wir uns jetzt erstmal weniger Fahrzeuge. Sehr gut, guck mal. Jetzt müssen wir hier wieder die ganzen Elemente liefern. Die sind alle hier vorne, ne? Ich fahre dir mal ein Stück vor. Kommen wir da ein bisschen besser dran mit dem Kran, ne? Sehr gut. Was brauchen wir denn alles? Deckenelemente, die habe ich ja woanders platziert. Die sind ja schon da drüben. So. Ab in den Kran. Kran am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ne? So kann man das quasi auch sagen. So, wir brauchen jetzt erstmal Deckenelemente. Das sind, glaube ich, die hier. 6 Stück brauchen wir davon. Sehr gut. So, ein Stückchen rüber. Und dann werden wir wieder mit dem Kran hier unterwegs sein. Ne? Tipptopp. Zack. Und einmal rüber damit. Und so viele Elemente sind das gar nicht mehr, die wir da platzieren müssen. Aber es ist natürlich noch richtig viel Arbeit, die wir haben hier. Und wir haben jetzt noch nicht mal 50% abgeschlossen. Das seht ihr auch schon, ne? Anhand der Teile, die wir da noch alles hinbauen werden. Wir werden wahrscheinlich auch noch wieder weitere Fertigbauelemente haben. Die müssen wir auch wieder abholen. Es gibt auch verschiedene Bauabschnitte noch. Und die werden dann alle nach und nach abgeholt. Und dann natürlich sach- und fachgerecht auf unserer schönen Baustelle verbaut. Und wir bekommen dann auch schon einen ordentlichen Batzen an Geld, wenn wir damit fertig sind. Ne? Damit sich am Ende des Tages auch die harte Arbeit hier lohnt. So. Tipptopp. Upp. Und rüber. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Hotel dann aussehen wird. Ach, guck mal, da liegt sogar ein Hammer. Den können wir gleich noch einsammeln. Sehe ich gerade. Hatte, glaube ich, auch irgendjemand in den Kommentaren geschrieben. Da bekommt man wohl einen netten Bonus, wenn man die einsammelt. Oder alle hat. Aber 100 Stück zu suchen, ist natürlich schon recht heftig. So. Einmal runter, bitte. So. Ja, heute gibt es auf jeden Fall auch wieder eine Folge Hof Bergmann. Ne? Und, glaube ich, F1-Manager habe ich, glaube ich, noch auf Halde gehabt. Und ab morgen nehme ich dann wieder neue Folgen hier von allen Sachen auf. Also immer dienstags mache ich meistens die Aufnahmen vom Bausee. Ne? Deswegen, wenn ich nicht direkt in den Folgen darauf reagiere, liegt es daran, dass ich die mittlerweile am Stück aufnehme. Das vielleicht auch da nochmal zur Info. Ne? Nicht, dass euch wundert, dass ich nicht direkt auf Tipps hier mal eingehe. Das hat sich für mich ganz gut bewährt. Und damit ihr das auch mal hier wisst. Ne? Es sind auch viele neue Zuschauer mit dazugekommen. Ne? Recht herzlich willkommen nochmal hier auf dem Kanal. Schön, dass alle da sein und natürlich auch Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind und auch sehr viel Spaß hier auch am Bausimulator, an Foodtruck Simulator, Gartensimulator, F1 Manager, LS und haben. Ja, schaut aber gerne auch mal beim Homer Uncut Kanal vorbei. Da kriegt ihr immer in regelmäßigen Abständen auch die ganzen Uploads zu den Livestreams. Ich mache das meistens immer so auf Stundenbasis, dass ich die so ein bisschen runterkürze und die dann veröffentliche. Da müssen wir noch Monkey Island hochladen und auch das neue Twitch Live LP von der Hof Bergmann wieder. Ne? Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Also verschiedenste Dinge, die wir da machen. Death Stranding auch wieder ab Mittwoch.
Sehr gut. Tipptopp. Dann fahren wir das mal rüber hier. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Hui. Und zack. So, zwei Elemente brauchen wir dann noch. Und dann noch ein bisschen Holz. Das können wir ja vom Trailer hier runterholen. Ich glaube, ich werde den anderen hier auch mal dann wegfahren. Ja, für den Auftrag sind wir jetzt schon einige Folgen hier unterwegs, ne? Also das ist schon wirklich relativ viel. Letzten Folge hatten wir uns ja auch den MAN gegönnt, den neuen. Ne, in der vorletzten war das. Letzte Folge war ja gestern, dass wir das Erdgeschoss quasi abgeschlossen haben. So, dann geht das hier auch mal rüber. Ziehen wir den ganzen Kram ran. Ob wir jetzt hier so einen großen Kram benötigt hätten, weiß ich jetzt gar nicht. Mobilkran werden wir uns natürlich irgendwann auch nochmal, den werden wir irgendwann auch nochmal nutzen. Ich denke auch bei solchen Bauprojekten ist der ganz gut, aber ich nutze gerne diesen, diesen Kran hier. Mit dem macht es auch besonders viel Spaß, finde ich. Zack, da wieder hoch. Dann wechseln wir mal hier. Holen das letzte Deckenelement und dann noch die beiden Holzbalken. Oder Holzpaletten. So, dann nehmen wir mal das Stück hier an der Ecke weg. Sehr schön. So, einmal rüber hier. So, dann haben wir jetzt hier den Holzbalken noch. Den kriegen wir hier her. Die haben wir hier direkt. Da können wir direkt die beiden oberen da wegnehmen. Würde ich jetzt mal sagen. Zack, die kommen da so mittig, glaube ich, hin. Ne? Ah, hier, guck mal. Uiuiui. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hilfe! So, waren das die jetzt oder waren es die anderen? Habe ich jetzt den falschen genommen? Jo. Ach nee, das waren die langen, ne? Ach, verdammt! Naja, stimmt. Das waren die falschen. Also echt die falschen? Oder habe ich die gar nicht hier? Holzbalken 2 von 2, warte mal. Das müssen die doch sein, oder? Wo ist denn da der Unterschied? Warte, müssen wir uns mal kurz angucken. Das sind doch alles Holzbalken. Ach nee, das. Ah, lol. Das waren die hier. Ach, das ist so Presssparen. Okay, gut. Da habe ich gerade die falsche Palette genommen. Okay, das ist so Presssparen oder irgendwie sowas. Dann sind da doch die hier. Von hier oben sieht man das immer so schwer, ne? Die sind das. Da sind die Balken. Das andere war so als ja, Holzverkleidung oder so Presssparenzeug. Für den Innenausbau, glaube ich. Huch. Sehr gut. Dann mal runter hier. Sehr schön. Und dann den Kram gleich auspacken oder macht er automatisch. Je nachdem. Dann werden wir den Platz räumen müssen, weil wir für die Deckenelemente sehr, sehr viel Platz brauchen. Tipptopp. Zack. So, genau, Bereich räumen. Das kennen wir ja schon. Ich fahre den Kran bewusst schon mal einen Tacken höher. Sehr schön. Gut, warte mal, ich fahre jetzt mal den MAN weg. Weil den bräuchten wir später wieder für die Elemente hier. So, dann fahren wir mal hier vorne hin. Und den anderen müssen wir auch noch mal ein Stückchen wegfahren.
Den brauchen wir dann später auch nochmal. Und da seht ihr schon die Elemente hier, ne? Die werden sich dann gleich wieder ausbreiten und da können wir die Deckenelemente dann auch wieder platzieren. Und werden dann hier wirklich Stück für Stück soweit alles ready machen, ne? Guck mal, die werden wir jetzt auch platzieren. Das sieht schon mal ganz gut aus. Mal kurz einen Screenshot. Mit Manneken finde ich auch immer persönlich sehr cool. Aber auch das ist natürlich immer so ein persönlicher Geschmack, ne? So, die müssen jetzt wieder alle platziert werden. Da sind wieder einige an Deckenelemente. Danach wird es wieder gegossen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja schon. Das sind jetzt keine Prozesse, die wir zum ersten Mal machen. Das hatten wir ja auch schon mal. Guck mal, wieder 26 Teile. Da werden wir, glaube ich, einiges an Zeit dafür benötigen. Wir drehen das mal hier. Vielleicht mal erstmal hier vorne die Ecke fertig machen. Uiuiui. Uiuiui. Da müssen wir. Oh ja. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da steuere ich das immer zu schnell, ne? Obwohl die Kranbeschleunigung schon ausgeschaltet ist. Ach so, müssen die. Okay, null. Naja, gut. Aber durch das Attachen klappt das schon ganz gut hier. Ich finde das mit dem Attachen auch ganz cool gemacht. Der ein oder andere wünscht sich auch wieder freieres Platzieren auf den Trailern. Wobei ich das im 15er halt immer echt ärgerlich fand, wenn die Sachen runtergefallen sind, ne? Da hast du ganz viele Sachen aufgeladen und ich finde das so, wie es jetzt gelöst wurde, schon ganz gut. Vielleicht, dass man es ein- und ausschalten kann, für je nachdem, wie man es halt nutzen möchte. Kann ich mir das durchaus schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, diese Funktion. Aber sowas für die Leute, die halt gerne diese Rasterung nicht haben wollen, dass man es vielleicht beim Beladen ausschalten kann. Hm. Also ich brauche nichts. Brauch's nicht. Ich bin relativ glücklich mit dem, dass die Sachen da nicht runterfallen. Aber gut, so ist es, ne? Sehr schön. Dann nehmen wir mal die beiden Einzelelemente hier. Nehme ich die schon mal weg. Kommen die hin? Kommen wahrscheinlich wieder zwischen den Fahrstühlen, ne? Oder? Ach, hier vorne. Oh, das sind doch ein paar. Wir sind ein bisschen weiter, ne? So, schön runter damit. Bisschen rüber noch. Sehr gut. Schön, schön. Ah, es ist echt toll, wie man sieht, ja, wie die Gebäude dann entstehen. Das finde ich echt wirklich toll. Ich weiß nicht, ob es hier auch einen Vorarbeiter später gibt, wo man dann Aufträge auch wieder mit dem Vorarbeiter absolvieren kann. Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Muss ich mir nochmal angucken. Wir brauchen ja für unsere Ausbaustufe, das können wir uns auch gleich nochmal angucken, noch einen gewissen Grad. Ob das dann auch funktioniert, müsste ich mir mal anschauen. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten so, würde ich sagen, belassen wir es erstmal heute dabei und gucken uns mal kurz nochmal das Menü hier an und machen dann in der nächsten Folge weiter, denn wir haben ja hier bei unserer Firma die Ausbaustufe M und da steht jetzt auch nichts mit weiteren Arbeitern, ne? Wie steht es denn bei L aus? Baumaschinen? Ne. Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Dass wir halt einen zusätzlichen Vorarbeiter bekommen, wo wir dann Aufträge vielleicht nochmal zusätzlich aktivieren. Das Einzige, was wir haben, ist das Befüllen, Entfüllen und die Schnellreisen, wo wir dann verschiedene Sachen auf jeden Fall machen können. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter hier mit den Elementen ein wenig noch. Oder wir machen das halt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Morgen geht es wieder weiter mit Multiplayer-Folgen, unter anderem auch mit dem Randy. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Start in die neue Woche. Bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und sage mal, ja, bis dahin.
Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.